Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam heute das Passafest nacherleben können und auch gemeinsam erleben können. Und das Setting, das wir dir hier aufgebaut haben, war natürlich plus minus das, was Jesus erlebt hat beim letzten Abendmahl. Wir nennen das das letzte Abendmahl, aber wenn du im Neuen Testament nachliest, heißt es, dass Jesus seine Jünger vorausgeschickt hat, um das Passamahl vorzubereiten und dass sie am Passamahl saßen. Und in diesem Kontext, in diesem jüdischen Kontext, macht Jesus sozusagen die letzten Stunden mit seinen Jüngern gemeinsam zu einem nicht nur Event, sondern zu etwas, wo er ihnen ganz tief Dinge erklärt und sie Dinge erleben. Deswegen freuen wir uns drauf, dass wir es gemeinsam hier erleben können, zusammen mit unserem Team, mit dir zu Hause. Und das Setting ist, dass man sich erinnert im Passafest an den Auszug aus Ägypten. Wir werden auch heute uns vielleicht an unsere persönliche Auszugsgeschichte erinnern. Was haben wir schon mit Gott erlebt? Warum haben wir schon erlebt, dass Gott uns verändert? Und das wird ein zentraler Punkt sein. Bevor wir durchstarten mit diesem Fest, wollen wir uns nochmal daran erinnern, was ist eigentlich der Hintergrund dieser Auszugsgeschichte aus Ägypten? Boah, ist das anstrengend, Miriam. Richtig heiß. Guck mal, hier ist eine Oase. Lass mal kurz Pause machen. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, es ist fast so heiß wie in Ägypten. Boah, ja. Ey, weißt du noch damals, wie diese Aufseher uns in der Sonne rumschikaniert haben und wir die ganze Zeit durch diese Hitze laufen mussten? Und dann, die haben uns doch ausgepeilt. Hast du nicht noch diese Striemen an der Hand? Ich wollte schon sagen, ob ich das noch weiß. Natürlich weiß ich das. 400 Jahre Sklaverei haben ihre Spuren hinterlassen. Sogar unsere Oma, unsere Uroma ist ja schon in Ägypten als Sklavin gestorben. Ja, wir werden uns alle daran erinnern. Es war einfach ein grausames, grausames Jahrhundert, Jahrtausend. Und dann kam der Tag, wo dieser Mose gekommen ist, der diese crazy Bush-Vision hatte. Von da an hat sich alles verändert. Der Junge, ey, der war einfach verrückt, aber er war mit Gott unterwegs und dann hat Gott einfach diese ganzen Wunder getan. So viele! Und, oh, warte mal. Guck mal, der hat doch diese eine Wunder getan, wo er einfach das ganze Wasser in Ägypten in Blut verwandelt hat. Ich habe eine Probe mitgenommen. Guck mal, das ist der Beweis. Sag mir nicht, dass du diese Probe immer noch hast. Klar, das gehört in meinen Beweisgürtel hier rein. Oh, ich sag's dir, diese Plagen. Eine war schlimmer als die andere. 10 waren es ja insgesamt. 10 ja. Plagen. Wahnsinn. Ja. Aber weißt du noch, die letzte? Die waren intensivsten. Ich hatte mega Angst in dieser Nacht. Aber wir sollten ein Lamm schlachten und dann das Blut von diesem Lamm über unsere Türpfosten streichen. Ja, genau. Und dann war diese verrückte Nacht, wo wir uns mit unseren Schuhen und mit unseren Jacken ins Bett legen mussten. Mhm. Und dann... Wir hatten so eine Angst in dieser Nacht, weil es hätte ja unsere Kinder genauso treffen können wie die Kinder von den Ägyptern. Ich hatte so Schiss um unsere Kinder. Und dann, gegen Mitternacht, auf einmal, wurden wir alle rausgescheucht. Wir wurden fast vom Pharao aus Ägypten rausgescheucht. Ja. Ägypten verlassen. Ich habe Ägypten noch nie verlassen. Und schon gar nicht als freie Frau. Ja, und dann sind wir da in die Wüste gelatscht und wir sind da schnell rausgegangen. Und plötzlich waren wir dann in der Sackgasse gelandet. Und vor uns war Wasser und rechts von uns war Wasser und links von uns war Wasser und hinter uns war die Ägypter. Und dann Mose nur so, Leute, seid ruhig. Ja. Gott kämpft für uns. Der hatte gut reden. Dann hat er seinen Stock, ich weiß gar nicht, wieso er immer damit rumgelaufen ist, aber seinen Krückstock hat er dann so hochgehalten. Und die Wassermassen, das Meer hat sich auf einmal geteilt. Da ist so ein Weg frei geworden und wir konnten komplett trocken durch das Meer gehen. Ich sehe es heute noch so, wie diese Fische an uns vorbeigeschwommen sind und diese ganzen Menschenmenge und wir laufen da durch. Kannst du das glauben, dass wir das miterlebt haben? Das ist unfassbar. Und dann, als wir fast drüben waren und die Ägypter gekommen sind durch das Meer, auf einmal sind die Wassermassen wieder zusammengekommen und alle Ägypter und Reiter und die ganzen Wegen wurden einfach alle überschwemmt. So verrückt. Und ich weiß noch, wir haben uns da an Land zurückgekämpft und aus dem Wasser herausgekraxelt. Und dann lag ich da am Ufer und ich war so fertig. Ich war so am Ende und ich lag auf dem Boden und ich habe die ganzen Streitwagen gesehen, in Tausenden von Fetzen, wie sie angespült worden sind an Land. Und dann lag ich da auf dem Boden und ich war echt am Ende. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Und dann stehst du da einfach auf wie eine Ariana Grande und fängst an zu singen. Kannst du den Song eigentlich noch? Ach, Aaron, du kennst mich doch. Ich liebe es zu singen. Vor allem, wenn sowas Krasses passiert. Wie kann man da nicht singen? Ich weiß noch, wie das ganze Volk mit eingestimmt ist. Und du kannst den Song auch noch. Ich weiß nicht mehr. Du musst mir helfen. Okay, komm, ich versuch's. Okay.
Gott führte uns mit starker Hand. Gott führte uns mit starker Hand. Hinaus aus dem Sklavenland. Hinaus aus dem Sklavenland. Pferd und Reiter, Waffe ins Meer. Pferd und Reiter, Waffe ins Meer. Groß und heilig ist der Herr. Groß und heilig ist der Herr. Halleluja, lasst uns singen. Halleluja, lasst uns singen. Singt ihm alle von nah und fern. Singt ihm alle von nah und fern. Wow. Alter, das ist ein Ohrwurm und ich hab's wieder im Kopf. So ein guter Song. Und es hat uns wirklich daran erinnert, wie groß unser Gott eigentlich ist. Du sag mal, Aaron, du hast da irgendwie was. Was ist denn das? Oh, aber eigentlich habe ich voll den Hunger. Sag mir nicht, dass du diesen Fisch immer noch in deinem Turban hast. Ist doch ein guter Snack. Ich pack den mal wieder da rein. Oh, apropos Hunger, als es dann weiterging durch diese Wüste, ich hatte so einen Kohldampf. Oh ja. Das ganze Volk. Und es ist so krass geworden, dass alle sogar daran gezweifelt haben, ob es wirklich so schlau war, Ägypten zu verlassen. Hm. Doch dann, von einem Tag auf den anderen, ist einfach dieses weiße Zeug, das ist vom Himmel geregnet. Hm. Und es hat nach Honigkuchen geschmeckt. Am Anfang hat es so geschmeckt. Aber irgendwann, nach der Zeit, nachdem wir das Tag über Tag über Tag über Tag über Tag über Tag über Tag gegessen haben, war es wirklich eklig. Du hast recht. Und dann ist wieder Essen gekommen. Diese Chicken Wings, Mann. Oh, ja. Hat eigentlich nur noch die Barbecue-Soße gefehlt. Ist echt so. Was denkst du, warum ich Priester geworden bin? Da gab es immer Fleisch ohne Ende. Quatsch. Wie kam das eigentlich überhaupt? Also wie bist du Priester geworden? Ja, natürlich nicht wegen den Chicken Wings. Aber ich bin Priester geworden, weil das Volk solche Angst hatte, Gott zu begegnen. Die haben es einfach nicht geschafft. Die hatten Angst davor, Gott entgegenzutreten. Und dann hat Gott einfach diese Hütte in unserer Mitte gebaut. Mitten in unserem Zeltlager hat er diese Hütte bauen lassen. Und hat gesagt, ich will trotzdem bei euch wohnen und ich will euch begegnen. Und dann durfte ich einfach einer der Priester sein, die für das Volk vor Gott eingetreten sind. Wahnsinn. Ich weiß auch noch, wie der Mose doch auf diesen Berg gegangen ist und ganz lange nicht wiedergekommen ist. Und wir alle so voll Angst hatten und das Gefühl hatten, dass Gott irgendwie auch weg ist. Wir haben noch sogar dieses goldene Kalb da gebaut und es angebetet. Oh, all diese Situationen, wo wir gegen Gott rebelliert haben, wo wir ihn verletzt haben, wo wir so falsch gehandelt haben. Und trotz all dem hat Gott uns jedes Mal vergeben, immer geliebt und seine Versprechen immer gehalten. So eine abgefahrene Geschichte. Wir haben als Sklaven angefangen und Gott hat uns befreit. Wir haben angefangen in Ägypten und sind rausgekommen bis in das Land, das Gott uns versprochen hat. Und Gott hat einfach so viele Wunder getan. Und das Krasse ist, er tut es heute noch. Er tut heute noch so viele Wunder, dass wir das noch miterleben dürfen. Wow. Im Kontext des jüdischen Festes ist es so, dass man verschiedene Schritte durchgeht und diese Symbolik und diese Metaphern uns helfen können, einfach Gott zu begegnen. Das wollen wir gemeinsam machen. Und der erste Schritt ist, dass die Kerze entzündet wird. Die Kerze als Symbolik dafür, für die Gegenwart Gottes. Licht steht für Gottes Wesen, für seine Gegenwart. Das war im Tempel so, dass man dieses ewige Licht versucht hat, leuchten zu lassen. Und das ist Symbolik auch, wenn wir die Kerze entzünden. Wir wollen die Gegenwart Gottes symbolisch damit willkommen heißen in unserem Haus, heute in unserer Wohnung, in unserem Wohnzimmer und uns vergegenwärtigen mit der Symbolik, dass Gott da ist, dass er uns auch begegnen möchte, gerade heute. Im Kontext dieses Festes macht es die älteste Frau, die gerade in eurem Wohnzimmer da ist. Es ist vielleicht die Mutter, vielleicht ist auch die Oma da. Oder wenn ihr mit Freunden feiert, dann einfach die älteste Frau. Warum? Frauen stehen im jüdischen Kontext dafür, für das Verständnis, dass Wärme ins Haus kommt, Licht ins Haus kommt. Natürlich sind wir alle dafür verantwortlich, aber in dieser Metapher ist es die Ehre der Frau, einfach der ältesten Frau im Raum, diese Kerze zu entzünden. Und das bewusst zu machen, sei willkommen Gott hier in unserer Mitte. Ich werde es jetzt hier übernehmen. Wie du siehst, ich bin alleine. Ich habe jetzt keine Frau hier, aber ich werde es jetzt trotzdem tun. Und diese Symbolik machen wir auch jetzt gemeinsam bei uns zu Hause und sagen, herzlich willkommen, Gott. Schön, dass du da bist mit deiner Gegenwart in unserer Mitte. Und dann, nachdem die Kerze entzündet wurde, so als Startritual, das man wirklich auf sich wirken lassen kann, könnt ihr auch gerne nachher so machen, wird der Segen gesprochen. Und ich möchte uns auch heute einen Segen zusprechen.
Und der heißt für dich folgendermaßen. Der Segen heißt für mich heute, wir beten dich an, unser ewiger Gott. Du hast dein Volk aus Ägypten herausgeführt. Du hast uns freigekauft durch das Blut von Jesus, deinem Sohn. Du hast dein Versprechen gehalten, den du Jesus von den Toten auferweckt hast. Ich spreche aus in Jesu Namen, dass jedes Haus gesegnet ist durch das Licht deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Dein Licht bringt Segen und Frieden in jedes einzelne Haus, in diesem Moment, wo wir die Kerzen entzünden und das symbolisch feiern. Amen. Die Kerze ist entzündet. Es ist der Startpunkt für diese Symbolik, Gottes Gegenwart willkommen zu heißen. Und in diesem Essen, das wir jetzt gemeinsam nachher auch machen werden, gibt es verschiedene Schritte, die man durchgeht. Und im Kontext des Passafest gab es nicht einen Kelch, sondern es gab vier Kelche. Es heißt im biblischen Text, dass nach dem Mahl, also nach dem Passamahl, das wir uns heute noch genauer angucken, nahm Jesus einen Kelch. Es war aber einer von vier Kelchen. Wir wollen uns heute anschauen, welche vier Kelche das sind. Und der erste Kelch beim letzten Abendmahl geht auf, wie alle vier Kelche, auf die Bibelstelle zurück, 2. Mose 6, 6 bis 7. Da heißt es, darum sage zu den Söhnen Israels, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen, das ist der erste Kelch, unter den Lastarbeiten Ägypten hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten, das ist der zweite Kelch, und euch erlösen, dritter Kelch, mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte. Ich will euch mir zum Volk annehmen, vierter Kelch, und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt und den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Also herausführen, retten, erlösen, annehmen. Das sind vier Schritte im Passafest, vier Kelche. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Kelch an. Ich habe zwei Kelche da. Wenn wir jetzt im Passafest gemeinsam mit Jesus wären, hätten wir vier Kelche hier auf dem Tisch oder würden zumindest viermal einen Kelch füllen. Der erste Kelch ist herausführen, man nennt ihn auch den Kelch der Heiligung, und zwar rausführen aus der Sklaverei. Ich habe dir gesagt, der Kontext ist ja das israelische Volk, das aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt wird, wo Gott uns rausruft aus der Sklaverei, wo wir herkommen. Und deswegen ist in diesem Fest ein ganz persönlicher Moment, wo wir innehalten können und uns die Frage stellen können, wo stecke ich gerade fest? Wo bin ich vielleicht schon durch Gott frei geworden oder wo wünsche ich mir ganz neu, auch in diesem Jahr, dass Gott mich aus dem, wo ich feststecke, wo ich innerlich feststecke, rausholen kann. Vielleicht ist es Zweifel, in denen ich feststecke, gerade zu der jetzigen Zeit, Sucht, Ego-Trip, Drang nach Erfolg, Druck in der Schule, Druck im Studium. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist, wo du sagst, da hänge ich eigentlich fest und würde mir wünschen, dass Gott mich rausholt. Wo will Jesus einfach den Faden der Sünde ganz neu durchschneiden, wo du festhängst in deinem persönlichen Ägypten? Wo will er dich rausholen? Bei diesem Punkt kann man darüber nachdenken, man kann Gott ganz neu einladen und sagen, ich danke dir, dass du mich herausführst, dass du mich rausführst aus meiner Sklaverei. Und die Symbolik ist wunderbar im Passafest, dass man den Kelch dann nimmt und dass man dann ausspricht Lechaim, das ist, bedeutet auf das Leben übersetzt, also nicht Prost, vielmehr auf das Leben, nämlich dass das Leben durchbricht. Das heißt, wenn wir den ersten Kelch in die Hand nehmen, dann erinnern wir uns dran, dann nehmen wir es neu an, dass Gott uns einfach herausruft, herausführt aus der Sklaverei. Lechaim. Du siehst, die Symbolik ist dafür da, dass man die ganz individuell benutzen kann und auch vielleicht beim einen Kelch länger braucht als beim anderen. Für jeden vielleicht ist auch was Individuelles bedeuten kann. Der zweite Kelch ist jetzt der Kelch des Lobes oder der Rettung. Man kann auch sagen, der Worship-Kelch sozusagen, das bedeutet, dass man sich einfach darüber freut, wie Gott einen wirklich gerettet hat. Es gab 10-mal die Chance für das ägyptische Volk und das israelische Volk umzukehren. 10 Plagen, die unter anderem die Götter der damaligen Zeit in Ägypten einfach, wie soll man sagen, bloßgestellt hat. Aber 10-mal hatte man die Chance zu reagieren auf die Einladung Gottes, umzukehren. Israel, das Volk Israel macht es und das ägyptische Volk heißt immer wieder, es verstockte. Das Herz wurde hart, es war verhärt, verstockt. Und verstockt bedeutet im hebräischen Kavet und das ist das Wort, was wir mit verstocken oder schwer werden bezeichnen können. Wo kommt das her? Im ägyptischen, der Mythologie war das so, dass man gedacht hat, das Herz wird am Ende des Lebens auf eine Waage gelegt und wenn es schwerer als eine Feder sein sollte, wird die Person von einem Krokodil verschlungen und existiert nicht mehr. Das war die Vorstellung in Ägypten. Also wenn mein Herz schwerer als eine Feder ist, wahrscheinlich ist es recht hoch, wenn wir unser Leben angucken, als das passiert, war das die Konsequenz. Und dieses Kontext nimmt Gott aus und sagt, ihr Herz wurde schwer, es war verstockt, es war nicht offen für das, zu Gott umzukehren.
Vielleicht kennst du das bei diesem zweiten Kelch, dass du eine Schwere in deinem Herzen kennst, dass du sagst, ich stecke da vielleicht auch irgendwie fest. Ich bin noch gar nicht bei diesem Lob angekommen, dass mein Herz leicht wird. Und das ist genial, weil Jesus ist ja dafür für uns am Kreuz gestorben, dass wir die Schwere bei ihm abgeben geben können. Wo hast du gerade Schwere in deinem Leben, ist die Frage, die du Jesus abgeben möchtest. Vielleicht ist es Traurigkeit, Einsamkeit, Unvergebenheit, Bitterkeit. Du kannst einfach Jesus in diesen zweiten Kelch diese Dinge hinlegen, die dein Herz schwer machen, die dich schwer machen und neu erleben, was in Matthäus 11, 28 steht. Kommt alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Der zweite Kelch ist also eine wunderbare Möglichkeit, das neu anzugeben und zu sagen, Lechheim auf das Leben, auf das das in unserem Leben durchbricht. Ja, das war Kelch Nummer 2 und du merkst bereits, wir haben noch nicht gegessen, es wird gleich zum Essen kommen und den Kelch, den Jesus offensichtlich gemeint hat, wenn er gesagt hat, nach dem Mahl nahm er den Kelch, den werden wir nachher noch anschauen. Die zwei Kelche, von denen wird nicht berichtet, weil es vollkommen klar war, dass er das Passafest feiert und dass sie diese Schritte bereits gegangen sind. Wir werden jetzt zum Essen kommen gleich und bevor wir das machen, wird der Hausherr Folgendes tun. Wenn der Hausherr da ist, sonst wird es der, wie gesagt, wie der Älteste in eurem Fest übernehmen dürfen, der älteste Mann, und zwar nimmt er 3 Matzenbrote. Und diese 3 Matzenbrote haben alle eine tiefe Symbolik. Wir werden jetzt nur auf einen Teil eingehen können. Und zwar nimmt er das mittlere raus. Und das hat Jesus ja dann auch gemacht sozusagen. Er nimmt es raus und er bricht es. Und Jesus brach ja auch das Brot sozusagen. Das größere davon nimmt er, während das zurücklegt, und wickelt es in eine Serviette ein. Die Symbolik davon ist, dass er das als nächstes verstecken wird, sodass keiner weiß, wo es ist, dass die Kinder nach dem Essen das suchen dürfen. Wenn keine Kinder da sind, darfst du, wenn du oder der oder die Jüngste dabei bist, darfst du dieses Privileg machen beim Pessachfest. Ich verstecke es jetzt mal ganz simpel hier unter meinem Tisch. Aber der Gedanke war, dass es versteckt ist. Der Afikoman, wie man es auch nennt, beides darauf hin, das, was nachher kommen wird. Das symbolisiert den Messias. Das heißt, wenn du mit Gott unterwegs bist, weißt du, Jesus als Messias, er ist bereits gekommen und die Juden feiern das noch prophetisch. Eines Tages werden sie auch Jesus erkennen und auch diese Symbolik feiern können. Wir feiern es doppelt. Wir feiern es, dass sie Auferstehungskraft schon erlebt haben. Und wir feiern es aber auch, dass wir eines Tages Jesus wiederkommen wird und auch wir uns darauf freuen können. Das heißt, nach dem Essen darf man das suchen. Die Kinder werden dort großen Spaß haben und ihn auch entdecken können. Und während dem Essen dürfen wir uns austauschen über unsere persönliche Exodus-Geschichte. Was haben wir erlebt? Wie sind wir innerlich ausgezogen aus Ägypten? Das Teilen, und durch Teilen wirst du merken, dass man selber ermutigt wird und durch die Geschichten wieder dankbar wird, wer Gott eigentlich ist, was er tut. Und so geht's mir jedes Mal, weil ich vergesse oft die Dinge, die Gott schon in meinem Leben getan hat. Erst recht, wenn ich drüber nachdenke, wo komme ich her? Deswegen 2 Fragen, die ihr beschäftigen könnt beim Essen, sind diese 2 Kelche. Also der Kelch der Heiligung, wo hat Gott dich aus Gefangenschaft befreit? Und neu in deine Berufung geführt, kann man sich austauschen. Das kann natürlich grundsätzlich sein, das kann aber auch im letzten Jahr sein. Und der zweite Kelch des Lobes, an welche Situation erinnerst du dich, wo Gott dich von Schwere bzw. Lasten befreit hat und dir seine Ruhe geschenkt hat? Was für 2 geniale Fragen. Werden wir das Leben genießen, das Essen genießen? Oh, da freuen wir uns ja alle besonders drauf. Nach dem Essen, wie gesagt, kann man Afikoman suchen und ihr könnt gemeinsam den Song Dayenu anhören. Da kann man mitsingen, kann man dabei sein. Das war ja auch ein wichtiger Punkt des Lobes, einfach am Passafest. Wenn ihr wollt, genießt diesen Song. Ansonsten könnt ihr jetzt auf Pause drücken, das Essen genießen, euch austauschen und danach gehen wir weitere Schritte im Passafest. Ich bin die Nina. Hi, ich bin der Niklas. Hi, ich bin die Jojo. Und wir stehen jetzt einfach alle mal zusammen auf und schütteln uns ein bisschen aus vom langen, langen Sitzen. Und dann wollen wir auch gleich reinstarten ins Dayenu-Lied. Hä? Was heißt denn Dayenu? Dayenu, es wäre genug gewesen. Gott hat uns so viele Sachen geschenkt, für die wir dankbar sein dürfen. Aber nur eins davon wäre genug gewesen. Und ich wette, du hast auch was, wofür du dankbar sein darfst. Ich bin auch voll dankbar für meine Familie und das gute Wetter zum Beispiel. Ja, und genau deswegen lass uns jetzt dieses Dayenu-Lied singen und Gott damit Danke sagen. Und die Jojo und ich, wir tanzen einfach vor und ihr könnt uns einfach nachtanzen. Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dayenu, Dayenu.
Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dayenu, Dayenu. Und die Strophen von dem Lied erzählen davon, was das Volk Israel alles mit Gott erlebt hat und wofür sie dankbar sind. Zum Beispiel, dass er sie aus Ägypten befreit hat und in das verheißene Land geführt hat. Oder dass er ihnen die Tora gegeben hat, so wie wir heute die Bibel haben, damit wir sehen können und lesen können, was Gott für gute Ideen für unser Leben hat. Und er hat dem Volk Israel den Sabbat gegeben, dass sie ausruhen können und dafür sind sie dankbar. Deswegen lasst uns das ganze Lied zusammen singen. Ilu hotzi hotzianu, hotzianu mi mitzrahim, hotzianu mi mitzrahim dayenu. Ilu hotzi hotzianu, hotzianu mi mitzrahim, hotzianu mi mitzrahim dayenu. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, 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 und ihr. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, dayenu, dayenu. Ilu natan natan lanu, natan lanu et hatora, natan lanu et hatora dayenu. Ilu natan natan lanu, natan lanu et hatora, natan lanu et hatora dayenu. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, dayenu, dayenu. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, dayenu, dayenu. Ilu natan natan lanu, natan lanu et hashabbat, natan lanu et hashabbat dayenu. Ilu natan natan lanu et hashabbat, natan lanu et hashabbat dayenu. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, 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 dayenu. Dayenu. Das eine Wunder wäre schon genug gewesen in meinem Leben. Wir haben so viele Wundergeschichten mit Gott erlebt und dürfen jetzt einfach weitergehen in diesen dritten Kelch, den Kelch der Erlösung, wo es genau darum geht, was wir alles schon für Wunder mit Jesus erlebt haben. Und zwar geht es bei diesem Kelch der Erlösung darum, dass Gott die Israeliten aus Ägypten herausgelöst hat. Es ist dieses Bild, das wir auch im Propheten Hosea lesen, wo Hosea seine Frau Gomer aus dem Sklavenmarkt herauskauft. Sie hat ihn betrogen und ist fremdgegangen. Und es ist eigentlich nicht wert, herausgekauft zu werden. Aber Hosea geht hin und kauft diese Frau heraus aus der Sklaverei. Und genau dasselbe tut auch Gott mit uns heute. Er kauft uns heraus vom Sklavenmarkt durch Jesus. Wir werden freigekauft von der Gefangenschaft der Sünde. Und genau dafür steht dieser Kelch. Weil Jesus, wenn er beim Abendmahl diesen Kelch hochhebt, dann ist es genau dieser dritte Kelch. Es ist der Kelch der Erlösung. Und Jesus sagt, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das ich für euch vergossen habe. Und dieser neue Bund ist genau dieses Leben, herausgelöst aus der Sklaverei in Gottes Gegenwart. Es ist dieses Leben bei Gott. Und in diesem Leben leben wir nach neuen Geboten. Deshalb hat Mose dann diese 10 Gebote bekommen, die er auf Steintafeln geschrieben hat. Aber jetzt geht Gott noch einen Schritt weiter mit diesem neuen Bund. Und er schreibt diese Gebote, er schreibt seinen Willen in unsere Herzen hinein. Wir lesen das in Jeremia 31, wo es heißt, Gott schreibt seine Gebote in unser Herz hinein. Und unsere Gedanken werden dadurch erneuert. Alles, unser ganzes Sein wird erneuert, weil der Heilige Geist in unserem Herzen lebt. Und genau das feiern wir mit diesem dritten Kelch. Und da, wo du vielleicht jetzt merkst, ich fühle mich irgendwie noch gar nicht so, als wäre ich herausgelöst aus diesen alten Mustern, aus diesen destruktiven Verhaltensweisen vielleicht, aus diesen ganzen Dingen, die mich gefangen nehmen. Genau da will Jesus dir zusprechen mit diesem Kelch. Ich habe dich schon herausgelöst, du bist befreit und du darfst jetzt dieses Leben in Freiheit annehmen. Und deshalb lasst uns gemeinsam diesen Kelch trinken. Lechaim.
So, das war jetzt das Blut des neuen Bundes. Und wir gehen einfach direkt weiter in diesem Abendmahl. Und zwar in die Sedernplatte hinein. Die Sedernplatte steckt voll von Bildern und Symbolen, die wir heute einfach auch auf uns anwenden können und erkennen können, was für eine Tiefe eigentlich in diesem Passafest drinsteckt, das Jesus uns gezeigt hat. Und wir fangen an mit dem ersten Teil dieser Sedernplatte, nämlich mit der grünen Erdfrucht. Das ist die Petersilie hier. Und ich nehme einfach so ein Stückchen von dieser Petersilie. Und diese Petersilie steht für das Leben. Es ist das Leben, es ist dein und mein Leben. Es ist das Leben der Israeliten damals in Ägypten. Und dieses Leben war, und das merken wir mit dieser zweiten Schüssel, wo das Salzwasser drin ist. Dieses Leben war salzig. Das Leben war voll von traurigen Momenten. Wurden viele Tränen vergossen. Und deshalb dippen wir jetzt diese Petersilie in dieses Salzwasser rein. Und du darfst einfach jetzt in diesem Moment, wenn du das machst, daran denken, wo du einfach Tränen vergossen hast. Wo du im letzten Jahr geweint hast. Wo du gemerkt hast, da kommt Traurigkeit in dein Leben rein. Und das Krasse ist, Jesus schaut uns an mit diesen Momenten der Traurigkeit, mit diesen Momenten des Leidens. Und er sagt uns in der Offenbarung, dass ganz am Ende Jesus all unsere Tränen abwischen wird. Und genau das darfst du jetzt für dich in Anspruch nehmen. Da, wo du vielleicht jetzt gerade traurig bist, da, wo du traurig warst, da wird Jesus all deine Tränen abwischen. Und diese Bitterkeit, die du jetzt spürst, wenn du da reinbeißt, die wird weggenommen sein. Deshalb feier jetzt diesen Moment und lass dir einfach von Jesus diese Traurigkeit wegnehmen. Oh. Ganz schön salzig. Ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, da reinzubeißen. Das sind diese salzigen Momente, die auch die Israeliten erlebt haben. Und jetzt gehen wir weiter in den nächsten Teil. Und zwar in das Rote hier und in dieses Braune. Das sind zwei so mousseartige Sachen. Das eine hier ist Meretich, das ist dieses Bitterkraut, das auf dem Passatisch steht. Und das andere ist der Fruchtmus. Und dieses Bitterkraut steht einfach für die Bitterkeit, die entstanden ist. Die Israeliten waren 400 Jahre lang in dieser Gefangenschaft. Es war eine lange Zeit und ihre Herzen sind einfach verbittert in dieser Zeit. Und gleichzeitig war es eine Zeit, wo sie die ganze Zeit diese Sklavenarbeit machen mussten. Wo sie diese Ziegeln herstellen mussten aus Lehm. Und dieser Fruchtmus sieht aus wie dieser Lehm, mit dem sie damals gearbeitet haben. Und es erinnert sie immer wieder daran, wie sie unter dieser Sklaverei gelitten haben. Und gleichzeitig ist dieser Fruchtmus aus Früchten gemacht. Das heißt, das hat einen süßlichen Geschmack. Und dadurch ist einfach diese Symbolik da drin, dass Gott diesen bitteren Moment versüßt hat. Er hat sie nämlich herausgeführt aus dieser Sklaverei. Und hat sie in ein Land geführt, wo Milch und Honig überfließen. Wo Zucker quasi überfließt, wo Süße überfließt. Und genau diese Symbolik steckt in diesem Fruchtmus drin. Und deshalb darfst du jetzt das Afikomen herausnehmen, dieses Matzenbrot. Und dieses Matzenbrot, es steht für das, was die Israeliten erlebt haben, dass sie ganz schnell aus Ägypten herausfliehen mussten. Das heißt, sie hatten keine Zeit, das zu durchsäuern, da Hefe reinzuhauen. Und deshalb ist es so flach geblieben und so knusprig. Und das ist auch der Start gewesen von einem ganz neuen Leben mit Gott. Und deshalb steht dieses Matzenbrot für was Neues, für dieses neue Leben in der Gegenwart Gottes, für dieses neue Leben reingewaschen durch Gott. Da ist keine Hefe drin, da ist nichts, was es kaputt machen kann. Wir lesen im Neuen Testament darüber, dass dieses Matzenbrot ein Bild dafür ist, für ein sündloses, reines Leben. Und Jesus nimmt dieses Brot in die Hand beim Abendmahl. Er nimmt das Brot und er sagt, guck dir das mal an, dieses Afikomen hat er in der Hand. Und er sagt, ich bin dieser Messias, auf den ihr hofft. Ich bin genau dieser Messias. Und dann schauen wir da drauf und sehen diese Rillen da drin, diese Streifen. Und diese Streifen stehen für jeden einzelnen Streifen, den er auf seinem Rücken hat, wo er ausgepeitscht wurde. Und dann sind da diese Löcher drin. Und wir denken an diese Stelle aus Sacharja, wo es heißt, wir werden auf den schauen, prophetisch, den sie durchbohrt haben. Jesus ist derjenige, der am Kreuz durchbohrt wurde für unsere Schuld. Und all das sehen wir in diesem Stückchen Brot. Und Jesus bricht dieses Brot, dieses Afikoman. Und er sagt, schau mal hier, das ist mein Leib, den ich für dich hingegeben habe. Und deshalb darfst du jetzt einfach dieses Stückchen Brot nehmen. Und da
wo du merkst, du hast gerade Bitterkeit in deinem Leben. Wo du merkst, das sind irgendwelche bittere Wurzeln in dir drin. Dann darfst du das jetzt hier reindippen. Und das an Gott abgeben und Gott diese bittere Wurzel bringen, damit er sie versüßt. Wenn du merkst, du hast gerade gar keine Bitterkeit in dir drin, sondern du hast Freude in dir drin, weil Gott schon diese bitteren Wurzeln weggenommen hat, weil er dich schon rausgeführt hat aus dieser Sklaverei, dann darfst du dieses Matzenbrot jetzt in diesen Fruchtmoos reindunken und wirklich daran denken, wie Gott dein Leben versüßt hat. Deshalb such dir jetzt einfach einen von diesen beiden Töpfen raus und tunk dein Matzenbrot da rein und denk einfach an diesen Moment. Entweder wo Gott dein Leben versüßt hat oder denk einfach in die Zukunft auf diese Hoffnung, dass Gott dein Leben versüßen wird. So, und jetzt schauen wir uns noch das letzte Symbol an, und zwar das Ei. Und hier ist normalerweise auch noch ein Lammknochen mit dabei. Und diese beiden Symbole stehen für das Leben. Für dieses Leben der Knochen, für dieses Leben von dem Passahlamm und dieses Ei für dieses unschuldige, reine, neue Leben, das hingegeben wird beim Passafest. Gott zeigt uns dieses Passafest direkt beim Auszug aus Ägypten. Es ist ein unschuldiges, einjähriges Lamm. Makellos wie dieses Ei. Und dieses Opferlamm wird hingegeben und das Blut wird an die Türpfosten gepinselt, um einfach uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Und genau dieses Bild feiern wir auch beim Passafest, dass Jesus kommt und sich selbst hingibt als das Passahlamm, wie wir das vorhin schon gehört haben. Er gibt sich hin als dieses Passahlamm und er sagt, hier ist mein Leben. Und ich will, dass du das Leben selbst hast, dass du das Leben in Fülle hast. Wir lesen das in Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Aber ich, Jesus, ich bin gekommen, um dir das Leben zu geben, und zwar das Leben in Fülle. Und genau dieses Leben, das dürfen wir jetzt annehmen. Der Teufel hat kein Anrecht darauf, uns dieses Leben wegzunehmen. Er darf es nicht stehlen, weil Jesus uns davor schützt. Und deshalb darfst du jetzt einfach bewusst in dieses Ei reinbeißen und dir bewusst machen, Jesus schenkt dir dieses Leben in Fülle und nichts und niemand kann dir dieses Leben wegnehmen. Deshalb lasst uns jetzt diesen Moment feiern. Ihr merkt schon, da steckt so viel drin in dieser Sedernplatte. Die Sedernplatte ist voll von Geheimnissen, wo Jesus uns einfach ganz, ganz neu zeigen möchte, was er für uns am Kreuz getan hat. Und damit wir da noch weitergehen können und noch mehr entdecken können, was Jesus eigentlich wirklich am Kreuz gemacht hat, wird uns der Tobi jetzt mit reinnehmen in die Geschichte, wo Jesus seinen Weg hingeht zum Kreuz. Wir wollen uns zum Abschluss noch mal ein bisschen in den Kontext reinschauen, wo Jesus am Kreuz stirbt, wo der Verhör ist, wo die Gerichtsverhandlung ist, inwiefern das alles auf das hinweist, was im Passafest einfach schon immer prophetisch gefeiert wurde, auf Jesus hin. Es ist Donnerstagabend, wo das Passafest mit seinen Jüngern einnimmt, wie wir es jetzt ansatzweise vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen können, was dort eigentlich passiert. Und es war ein großes Familienfest, wie du merkst. Das heißt, die Leute waren in ihren Wohnzimmern, sie waren dort im Familienfest und die Mehrheit hat gar nicht mitbekommen, was passiert. Während Jesus im Garten Gethsemane zum Beispiel war, wo er dann festgenommen wird, wo er nachts über verhört wird. Es war sozusagen nicht nur unter verschlossenen Türen, sondern es war ein sehr schlau gewählter Zeitpunkt, weil es kriegt einfach keiner mit. Du musst dir so ein bisschen vorstellen, wenn du am Weihnachtsabend sowas durchführst, vielleicht in unserer christlichen Kultur, während alle Familien zusammen sind und du ziehst es da einfach schnell durch, wo einfach keiner auf der Straße ist, keiner mitkriegt, aber dort war es eigentlich noch viel krasser. Und dieser Zeit, wo man feiert, die Nacht der Befreiung, wird Jesus einfach gefangen genommen. In der Symbolik für uns, wo wir einfach unfrei sind. Und die Symbolik geht sehr weit. Ich mache nur zwei Beispiele. 9 Uhr morgens war die Kreuzigung. Das war, wo der große Passah-Tempel-Gottesdienst stattgefunden hat. Und zur 9. Stunde, das war gegen 3 Uhr mittags, sagt Jesus, es ist vollbracht. Und das war genau 24 Stunden später, als die Passah-Lämmer beim Passafest geschlachtet wurden. Das heißt, alles weist auf Jesus hin als das Passah-Lamm. Das steht auch in Johannes, zum Beispiel sagt Johannes der Täufer, da schaute Johannes ihn, Jesus, an und sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm. Oder im Korintherbrief heißt es, ihr seid rein, weil Jesus Christus, also unser Passah-Lamm, geopfert wurde. Das heißt, das alles weist auf Jesus hin. Und genauso wie das Passah-Lamm in Ägypten das Blut an den Türpfosten gestrichen wurde, mit dem Ziel, dass man Schutz hat vor Tod, vor Gericht, etc., so hat Jesus sozusagen in dieser Symbolik sein
Blut an die Himmelstürpfosten, gestrichen mit dem Ziel, dass wir geschützt sind vor Gericht, vor dem Tod, vor all dem, was zerstört, wenn wir Jesus einladen in unser Leben. Wenn du mitgerechnet hast, merkst du, 4 Kelche, 3 haben wir angeguckt und Jesus hat offensichtlich den 3. Kelch erwähnt in den biblischen Texten. Es wird vorausgesetzt, dass die anderen 2 wir wissen, weil wenn wir wüssten, was ein Passafest ist, wissen wir, die anderen 2 haben sie auch gemacht. Aber du weißt vielleicht aus dem Kontext der Geschichte, wenn du sie schon mal gelesen hast, dass nachdem sie das Loblied gesungen haben, den Schritt hatten wir ja bereits, sind sie rausgegangen und weggegangen. Das heißt, den 4. Kelch hat Jesus nicht mit seinen Jüngern getrunken. Er hat ganz im Gegenteil gesagt, ich werde so lange nicht mehr von diesem Wein trinken, bis wir uns wiedersehen, sozusagen. Das bedeutet, in der Ewigkeit wird Gott das mit dir feiern. Jesus sagt, er ist vorausgegangen, um Wohnung zu bereiten für jeden, der versöhnt mit Jesus Christus stirbt, dass er in der Ewigkeit, in dieser Symbolsprache, eine Wohnung mit Gott ist, ein Zuhause in der Ewigkeit hat und Gott dich willkommen heißen wird. Das heißt, dem Moment, wo du stirbst, versöhnt mit Gott, wird Jesus persönlich dich willkommen heißen und mit dir in dem Sinne den 4. Kelch gemeinsam trinken. Den Kelch der Annahme, der Geborgenheit, dass Gott, dass du einen Vater hast, und das können wir natürlich heute schon feiern. Wir sind dankbar, dass Gott unser Vater ist, dass er uns annimmt, wie wir sind, dass wir ein Zuhause haben in der Ewigkeit. Besonders wenn das letzte Jahr für dich vielleicht anstrengend war, wenn viel Leid in deinem Leben war, wenn du vielleicht Leute verloren hast, wenn du auch viele schwere Momente erlebt hast, ist dieser Kelch wunderbar zu feiern, weil man sagt, ich danke dir, dass ich ein himmlisches Zuhause habe. Ich danke dir, dass ich angenommen bin von dir, dass ich geliebt bin und dass eines Tages es keine Tränen mehr geben wird, kein Leid mehr geben wird und ich in deiner Gegenwart sein werde. In dem Sinne, wenn ihr den 4. Kelch nimmt und auf das Leben anstoßt, dann darüber, dass wir angenommen sind, geliebt sind und ein himmlisches Zuhause haben. Lech heim. Ja, der Abschluss, du hast es vielleicht schon ein bisschen gemerkt, ist diese Perspektive auf die Ewigkeit. Und deswegen am Abschluss segnen, was die Juden machen, ist, sie segnen sich mit dieser Sehnsucht und der Gewissheit auf das himmlische Jerusalem, auf das ewige Jerusalem, im Endeffekt auf das, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Und das möchte ich dir auch zum Schluss zusprechen, diese Perspektive, und dich auch damit segnen, wie in Offenbarung 22 heißt, der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Also Jesus sagt, ja, ich komme bald. Amen heißt es ja, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Damit möchte ich dich segnen an diesem Passachabend mit dieser Gewissheit, dass Gott nicht nur in deinem Leben ist, sondern dass er eingreift, dass er wiederkommt und dass du ein himmlisches Zuhause hast, auf das du zuläufst, wo du jetzt innerlich schon zur Ruhe kommen kannst. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen super Abend, dass ihr euch weiter austauscht, dass ihr ins Gespräch kommt, eben hier und jetzt sein könnt und reflektiert, was Gott in eurem Leben getan hat und was er noch tun wird, wenn du in der Ewigkeit bei ihm sein wirst.